Hallo und herzlich willkommen zu einem klassischen Let's Play hier auf dem Kanal. Es ist Guilt, und zwar die Schuld. Und wir alle sind irgendwie ein bisschen schuldig und das Spiel ist mir empfohlen worden. Und ich kann das bisher überhaupt nicht und ich habe gedacht, wir schauen heute einfach mal rein. Ich starte das Spiel als klassisches Let's Play. Es kann sein, dass wir es auch mal im Stream zwischendurch spielen. Das heißt, einige Aufnahmen könnten auch als Live-Let's Play weitergehen. Und heute bin ich jetzt sehr gespannt, wie es losgeht. Und ich werde jetzt mit E das Spiel starten. Unglaublich, dass es über einen Monat her ist. Diese Sommerferien. Viel zu schnell vorbei. Oh, das bin schon ich. Das war ja ein kurzes Intro. Aha, was machen wir hier? Oh, wir vermissen jemanden. Wir vermissen jemanden. Was ist da los? Emily? Wer ist denn die Emily? Ist das unsere Freundin? Emily Kaufmann. Emily verschwand eines Tages. Keiner weiß warum. Mann, ich dachte mir, jetzt kommt Intro. Okay, wir hängen noch mehr Zettel auf. Wir pflastern die ganze Stadt dicht. Andere machen das mit Verkaufsplakaten. Andere schreien auf Twitter. Wir machen das hier. Die meisten verloren schon nach ein paar Wochen die Hoffnung. Und sie hörten auf zu suchen. Oh, wer geht denn hier hin? Kann ich hier durchgucken? Nee, leider nicht. Okay. Ah, da müssen wir mal hier schauen. Noch ein Plakat. Doch ich gebe nicht auf. Ich muss sie finden. Eine wahre Freundschaft. Hey, Sally! Suchst du immer noch deine Cousine? Nein. Was hast du hier getan? Jetzt. Das war sehr laut. Es tut mir leid. Antworten können in verlorenen Büchern gefunden werden. Sie kennen die Wahrheit. Was die Antworten? Oder wer? Oh, das bin ich. Ah, das bin ich. Ich mache es noch einmal ein ganz bisschen leiser. Es ist eben doch noch ein bisschen laut gewesen, aber es ist auf Ultra. Na. Na. Ich mach mal so, ja? Ich glaube, so müsste reichen. So, okay. Huch, warum ist mein... Warum geht's mir denn so schlecht? Kaputt. Wie komme ich jetzt nur nach Hause? Ja, das weiß ich auch nicht. Da liegt aber was. Erstmal flicken. Das ist ein Inhalator. Ah, okay. Kaputt. Wie komme ich jetzt nur nach Hause? Okay. Huch, damit crouch ich mit der... Okay, das ist weird. Mit Space crouch ich? Okay. Sally, wir wissen, du bist da. Nein, ich bin gar nicht da. Wer ruft mich denn da? Ich bin überhaupt nicht da. Doch, das kann ich. Seilbahn. So sollte ich nach Hause kommen können. Die Station ist ganz in der Nähe. Hoffentlich. Okay, hier sind meine Ziele. Okay, und hier ist der Weg. Okay, da müssen wir hin. Ist sie noch offen? Muss uns beeilen. Hey, ich hab sie gesehen. Ich bin gar nicht da. Komm schon. Wo ist sie hin? Wirst du jetzt auch verschwinden? Tequila Works Presents. Based on Original, das ging zu schnell. Schneller, sie kommen. Es geht um eine Schuld und es geht auch um Mobbing, oder? Ich glaube, diesen Pfad benutzt keiner mehr. Nee.
Dann gehen wir mal hier lang. Ein Inhalator. Oh, das ist der Pfad, den wir benutzen, oder? Okay, wir schauen uns hier mal um. Ich glaube, wir sollen nur den Weg freiräumen, oder? Sonst scheint hier nichts zu sein. Okay. Was haben wir hier? Die Seilbahn verbindet Bethelwood mit der Fabrik. Bethelwood. Das hört sich an wie Beelzebub. Die meisten Fabrikarbeiter nehmen selbst die Seilbahn. Ja, Seilbahnfahren macht auch Spaß. In der Zeitung steht kein Wort über Emilys Verschwinden. Naja, wahrscheinlich ist Emily auch, nicht so bekannt. Oder es ist alles Arschlöcher, man weiß es nicht. Hast du dich verirrt? Nein. Können Sie mir helfen? Ich muss mit der Seilbahn nach Hause. Du hast Glück, dass ich so spät noch da bin. Ich schicke dich runter. Löse ein Ticket. Kann ich nicht so mitfahren? Das ist wichtig, Kleine. Ohne Ticket kann man nicht fahren. Oh, oh. Okay, okay. Okay, okay. Ist aber auch ein bisschen gemein, ja? Ich habe doch kein Geld. Ich bin ein kleines Kind. Ich würde erstmal fragen, wo die Eltern sind. Bin ich ein Waisenkind? Achso, ich habe doch Geld. Komisch. Da war einfach so ein Ticket. Achso, nee, doch, nee. Naja. Okay, ich hatte kein Geld. Ist wohl gratis. Ja, hat der Opa bestimmt gemacht. Rein in die Seilbahn. Macht Spaß. So eine schöne Seilbahn, das ist was Feines. Ein bisschen hoch, aber sonst. Wo sind wir denn jetzt durchgefahren? Die Chemtrails sind real. Gilt. Sind wir. Ich freue mich drauf. Und in Büchern gibt es die Wahrheit. Also die Antworten. Die Antworten kennen bereits die Wahrheit. Die brauchst du gar nicht mehr fragen. Die Wahrheit ist quasi direkt festgelegt. Von den Antworten selbst. Erforsche alles, um versteckte Geheimnisse zu finden. Das mache ich sowieso. Ich erforsche alles und die Story spiele ich eh nicht voran. Wer mich kennt, der weiß das. Noch sehr laut. Ich dachte schon, das war's. In so. Ich habe das Gefühl, die Spiele werden manchmal immer lauter. So. Was? Steige ich so bald nicht mehr ein? Nein, ich auch nicht. Obwohl doch, ich würde es schon machen. Wir waren schön im Sessellift im Urlaub. Ach, das war auch herrlich. Immer Sessellift gefahren. So, eine Taschenlampe habe ich auch. Wie mache ich die an mit F? Eine vergessene Taschenlampe? Ja. Tja, wer es findet, darf es behalten. Ach, mit 1. Okay. Was haben wir hier? Da ist keiner. Keiner da. Wer hat das Licht ausgemacht? Vielleicht der Letzte, der da war. Wow. Strom sparen. Was ist mit dem Automaten passiert? Hat jemand kaputt gemacht. Kann ich hier rein? Ich bin kein autorisiertes Personal. Autorisiert bin ich auch. Das ist quasi wie alkoholisiert, nur wenn man Auto gefahren ist. Na, das sind diese ganzen Honks, die gerne mal Auto fahren. Und jetzt kommen wieder die Leute, oh, warum hat der Honk gesagt? Ist er selbst einer? Ja, ist er selbst oldschool? Was haben wir da? Kann ich hier rein? Verschlossen. Ich muss einen anderen Weg finden. Kein Problem. Hier ist zufällig ein Tor kaputt.
Ja, muss ich sprinten? Ich will gerade nicht sprinten. Verschlossen. Können wir entriegeln. Okay. Da schleichen wir uns mal rein, wa? Ab to Hus. Was ist denn hier los? Da wohnt wohl keiner mehr. Hallo? Ich schau mich mal um, wa? Wo sind denn alle? Oh, die Musik ist ja geil. Kann ich hier rauf? Nee. Ich kann ja nicht springen in dem Spiel, oder? Nee. Ist hier was drin? Ich schaue mich erstmal um, ja. Wir gucken uns erstmal die Stadt an. Wobei es hier wirklich nicht gut aussieht. Früher hätte man jetzt einen Russenwitz gemacht, so wie die Russen kommen, aber in aktuellen Zeiten wäre das unangemessen. Ja? Polizei, keine Feuerwehr, keine Krankenwagen. Sind was? Alle einfach weg oder was? Gab es ein Erdbeben? Oh mein Gott. Oder aber es war jemand da, der sehr, sehr viel gegessen hat. Ja, und der hat seinen Nachhauseweg, sagen wir es mal so, auf andere Art und Weise bewältigt. Was haben wir hier? Words, die Lokalzeitung. Ja, ist noch eine für mich da. Nimm doch eine raus. Nichts Interessantes. Was? Aber kann ich doch... Ich hätte mal nachgelesen, ob da vielleicht noch was steht, weißt du? Die Reporter haben ja immer alles. Oh, oh. Wenn ich da reingehe, bin ich dann tot? Ich glaube, ja. Ich könnte es probieren, aber ich spare es mir jetzt mal. Unsere Freundin? Die ganze Zeit war sie in der Schule. Oh mein Gott, was für ein Leben. Ich verstehe nicht, warum Emily sich in der Schule versteckt. Das verstehe ich auch nicht. Man könnte sich im Süßigkeitenautomaten, Videothek, was auch immer, aber doch nicht in der Schule. Da wächst Gras mitten auf der Straße? Das ist seit dem 1. April so. Da ist es legal, dass das Gras da wächst. Natürlich. Klar. Und nun? Vielleicht ist der Schlüssel im Haus verschlossen. Ich brauche den Schlüssel. Okay, Sally, das Ziel ist okay. Das heißt, wir müssen hier rum. Oh, Labyrinth. Oh, ich liebe Labyrinthe. Was hat der denn für ein Büro? Der könnte mal aufräumen, der Herr Hausmeister. Oh, Schlüssel. Oh, oh. Oh, das ist der Hausmeister. Den erkenne ich sofort. Was? Was ist denn das? Der Hausmeister. Duck dich oder schalte die Taschenlampe aus, damit du verborgen bleibst. Hallo, Herr Monstermann.
Raus hier. Oh, da ist doch ein Monstermann. Oh. Weißer Gegnererkennung. Weißer Pfeil. Das Monster ist misstrauisch, aber Sally wurde noch nicht entdeckt. Gelber Pfeil. Jetzt solltest du dich verstecken. Ein Monster hat was wahrgenommen und wird den Bereich untersuchen. Rote Aura. Sally ist entdeckt worden. Sind oh. noch mehr Monster. Oh nein. Ich muss ihn aus dem Weg gehen. Ganz schlecht. Herr Monstermann, gehen Sie mal da weg. Ich muss da durch. Schön vorsichtig. Hoffentlich dreht er sich jetzt nicht um. Okay, er geht weg, oder? Ich gehe trotzdem hier geduckt. Okay. Monster sehen die nur, sie hören dich auch. Aber eigentlich, wenn ich rede, oder? Dann wird es ein sehr ruhiges Let's Play. Dann kann ich ja nicht so viel dazu sagen, weißt du? Oh Gott, die sind überall, oder? Okay, ich soll sie suchen. Aber der Herr Monstermann darf mich nicht sehen. Oh Gott. Hier los. Was ist das da? Noch ein seltsames Buch. Es gefällt mir hier nicht. Ich vermisse mein Zuhause und meine ganzen alten Freunde. Manchmal treffe ich meine Cousine auf dem Flur, aber da sie in einer anderen Klasse ist, bin ich die meiste Zeit alleine. Offenbar haben alle anderen Freunde, mit denen sie sich unterhalten können. Ich weiß nicht, wann ich Hallo sagen soll. Vielleicht hätte ich es früher tun sollen und jetzt ist es zu spät dafür. Mein Lehrer wollte, dass ich mich vor der versammelten Klasse vorstelle, aber ich hatte solche Angst, dass ich kein Wort herausgebracht habe. Ich wurde an meinen Tisch geschickt. Als ich aufsah, haben mich alle angestarrt. Aber ich glaube, sie haben auch gelächelt. Vielleicht ist das hier ja doch nicht so schlimm. Vielleicht lerne ich ja neue Freunde kennen. Ich glaube, es geht auch so ein bisschen um Mobbing, ne? Das sind doch Augen, die mich sehen, oder? Ich versuche mal hier lang zu gehen. Die Tür zum Flur ist verschlossen. Okay. Ich brauche einen Schlüssel. Ich gehe da nicht rüber. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich da rüber gehe. Ich traue mich nicht. Ich schleiche mich hier rüber. Ist das das Lehrerzimmer? Emily? Nicht schreien! Ist immer eine schlechte Idee. Von der anderen Seite verschlossen. Toll. Kann ich hier rein? Ich kann nicht mich verstecken. Oh, der Monster. Der bleibt da hinten, oder? Was haben wir da hinten? Kann ich die Tür auch wieder schließen?
Okay, ist die Tür auf? Bleibt sie auf, oder? Oh Gott, da sind überall diese Augendinger. Kann ich da hin? Fressen die Augen mich auf? Wir sehen dich. Wir sehen dich. Irgendwer will, dass ich das nicht vergesse. Aber... Wer? Wer? Das weiß ich auch nicht. Was passiert, wenn ich die anleuchte? Okay, ich komme da nicht hin, oder? Ich kann da ja nicht springen. Kann ich die irgendwie loswerden? Scheinbar nein. Monsterwahrnehmung. Ein Umriss von Sally erscheint an dem Ort, an dem die Monster sie erahnen und nach ihr suchen werden. Nichts. Das Klo. Nein, das Klo ist besser wie nichts. Emily, wo bist denn du? Okay, krass, man kann so raus. Okay, das ist cool. Herr Monstermann! Können Sie bitte gehen? Ich meine, er kann mich hier eigentlich nicht sehen. Aber ich komme hier auch nicht durch, oder? Oh, komm nicht her. Psst. Monster werden von der Taschenlampe angezogen. Du kannst sie als Köder benutzen, während du dich versteckst. Ja, will ich aber, glaube ich, gar nicht, oder? Muss ich den ködern? Ich schleiche mich hier erstmal so durch. Das wird man bestimmt nachher alles noch einsetzen müssen, aber ich hoffe, dass ich jetzt einfach erstmal so durchkomme. Da ist das Monster. Muss die Rohre irgendwie schließen, ne? Okay, ich kann das Ding auch ziehen, aber ich kann da nicht durch, solange das so ist, oder? Ich gehe da jetzt nicht in den Raum. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Alles sieht anders aus. Aber einiges ändert sich nie. Die Loser sind immer noch da. Die Lucky Loser. So, jetzt muss ich hier wieder raus. Wenn der Monstermann nicht schaut.
Monstermann ist gerade da. Sackgasse. Obwohl, da ist auch noch ein Klassenraum, oder? Warte mal. Ah, okay, da hinten ist der Flur. Durch das Klo. Okay, ich muss den anderen Flur gleich lang. Möglichst bevor der Monstermann gleich da ist. Langsam und vorsichtig. Da kommen wir auch ins Ziel. Ich gehe zurück aufs Klo. So, und durchs Klo. Okay, wieder raus. Und da müssen wir da den Flur anscheinend erstmal weiter. Warum macht er das an? Mausrad war doch Dings ändern. Oh oh. Oh, da ist auch noch Strom, der Monstermann. Ich musste aber lang. Gibt es einen Weg da rumherum? Da komme ich nicht durch. Da hinten habe ich noch nicht ausprobiert. Da waren wir drin. Nee, hier war zu. Oh, das Zeug versperrt die Tür. Aber das rühre ich nicht an. Ich auch nicht. Ich muss es doch irgendwie loswerden können. Kann ich den Sicherungskasten ausschalten hier? Nee. Die Tür zum Flur ist verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel. Mein einziger Weg ist da, wo das Ding ist. Diese Stadt so stolz auf ihre Vergangenheit. Die Mine ist schon ewig geschlossen. Naja, aber jetzt nicht mehr. Vielleicht sollten wir das, was unter uns liegt, besser einfach hinter uns lassen. Wäre bestimmt besser, das zu tun. So, wie komme ich jetzt an dem Monstermann da vorbei? Ich könnte ihn hier vorne hinlocken. Ich muss ihn weglocken, oder? Die Sau geht da nicht weg.
Und da komme ich eh nicht durch. Das ist eine Sackgasse. Mein Weg muss ein anderer sein. Der bleibt da einfach stehen. Da hinten ist der andere Monstermann. Es gibt noch eine Tür ins Lehrerzimmer, ne? Die ist da vorne. Joa, ich weiß halt gerade nicht, ich muss einen Weg finden. Herr Monstermann, lassen Sie mich mal durch. So. Der Monstermann wird schauen. Aber Herr Monstermann wird mich nicht finden. Was passiert, wenn ich da durchlaufe? Nur mal testweise. Okay. Habe ich mir gedacht. Ich schaffe es nicht, das Ding da durchzuschieben, oder? Nee. Oh, naja, gut. Macht nichts. Okay, wir müssen die Monster irgendwie ablenken. Ich würde sagen, das war's mit der ersten Folge von Guild. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann finden wir einen Weg dadurch. Und ich bekomme gerade eine Idee tatsächlich. Ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Danke fürs Zuschauen.